Der Handel informiert bei der Berufsinformationswoche 2015, dieses Mal in Graz. Dabei hat man den zahlreichen Schülerinnen und Schülern wieder ein buntes und informatives Programm rund um den steirischen Handel geboten. Ja, für uns ist es sehr wichtig, den Jugendlichen den steirischen Handel näher zu bringen, weil es da sehr viele Lehrberufe gibt, die sowohl für die Burschen, aber auch für die Mädchen sehr interessant sind. Und vor allem, man kann wirklich Karriere machen im Handel. Das Ziel der Veranstaltung ist es, einfach den Jugendlichen zu zeigen, dass der Handel nicht nur aus der Kassiererin und der Regalbetreuerin besteht, sondern dass wir eine ganz breite Palette an beruflichen Möglichkeiten anbieten können. Ja, der steirische Handel ist auch sehr attraktiv als Arbeitgeber, weil er einfach Flexibilität bedeutet. Wir haben sehr viele tolle Handelsbetriebe, die auch einen enorm guten Namen haben, wo man aber auch durchaus sich in Richtung internationale Bühne bewegen kann. Und meine Meinung ist, dass es extrem wichtig ist, dass der Nachwuchs gefördert wird und dass wir auch in Jahren noch einen guten, qualitativ hochwertigen Nachwuchs im Handel haben. Der Handel bietet so einige Karrierechancen. Neben den wichtigsten Tipps und Tricks zahlreicher Experten aus den verschiedensten Branchen haben auch Lehrlinge von ihren beruflichen Erfahrungen berichtet. Ich interessiere mich sehr für Einzelhandel, Kaufmann, Schuhverkauf. Mich hat am meisten die Mode also, mit den Schuhen interessiert. Ich interessiere mich schon seit ich 10 bin schon für Kosmetik. Ganz unter dem Motto Learning by Doing hatten die Jugendlichen auch die Möglichkeit, bei inszenierten Verkaufsgesprächen und Rollenspielen ihr Talent zu beweisen. Heute war es ein besonders spannender Tag. Ich habe schon gesehen, bei den Verkaufsgesprächen waren irrsinnig viele dabei, die wirklich ein Talent haben und wo man sofort merkt, dass die erfreut hätten, ich glaube, in einem Geschäft zu stehen. Die sind selber schon gute Kunden und wären sicher gute Verkäufer. Ich bin immer wieder begeistert, dass es auch wirklich interessierte Jugendliche gibt. Teilweise waren sie sehr lebhaft, aber das ist ja was wir im Handel auch durchaus brauchen können, weil Phlegmatiker sind bei uns vielleicht nicht ganz so gut aufgehoben. Es war ein sehr aktives Verhalten der Schüler da, also nicht passiv. Sie sind auf einen zugekommen, haben gefragt, dürfen wir ein Verkaufsgespräch machen. Sie waren engagiert, sie waren begeistert und haben das wirklich ganz toll gemacht. Ein Verkäufer macht aus, dass er gern mit Menschen zu tun hat. Er soll höflich sein, freundlich, nett und hilfsbereit. Und das ist für mich auch sehr wichtig. Also er darf jetzt nicht da stehen und dann so, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was macht einen guten Verkäufer aus? Wichtig ist einmal, dass er kommunikativ ist und dass er natürlich auch eine Leidenschaft hat, etwas zu verkaufen. Man muss Menschen mögen, das ist eigentlich die, also das bringt es auf den Punkt. Man muss eher schon ein offener Typ sein, man muss gerne unter Leuten sein, man muss das Gespräch suchen und dann ist man bestens geeignet für jeden Handelsberuf. Einen Tipp und Trick, ja, es ist sicher wichtig, wenn man im Handel arbeiten will, muss man eine Liebe für den Handel haben. Man muss offen sein, man muss an sich glauben, sich was zutrauen und wenn man was gern macht, das dann in Angriff nehmen. Wenn man sich mit irgendwas beschäftigt, dann kommt auch die Freude daran und das ist Begeisterung, Neugier, Wissensdurst, sich weiterbilden zu wollen. Ja, ich glaube, da haben wir heute schon einige Talente dabei gehabt, wo ich dieses Potenzial auch spüren und sehen kann. Mit so viel wertvollen Tipps aus erster Hand ist der steirische Nachwuchs bestens informiert. Und so geht es auf der Karriereleiter im Handel mit Sicherheit bis ganz nach oben.